Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus, Markus Winnepfe. Ich bin 51 Jahre alt und mache seit über 25 Jahren Unternehmensberatung in der Krise, berate für viele Banken, Venture-Kapitalgesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen, die mir Unternehmen zutragen, die hier eben in der Krise befindlich sind. Das in den letzten Jahren nicht so viel, aber im Moment passiert hier wirklich eine Menge. Ich habe mal eine Strichliste gemacht, vorletzte Woche irgendwann allein an einem Tag haben gut 50 der alten Mandanten angerufen und gefragt, ob ich hier helfen kann und unterstützen kann mit einer Shutdown-Planung, mit einer Worst-Case-Planung, mit Kurzarbeitergeld, Staatshilfen zu beantragen, etc. pp. Also gerade ganz busy Zeiten. Zusätzlich haben wir noch ganze Thema der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung digitalisiert, indem wir eine Software entwickelt haben, die den gesamten Analyseprozess bearbeitet, also hier die Finanzanalyse, eine Benchmark-Analyse und Potenzialidentifizierung vornimmt. Das heißt, ich lade eine Summen- und Saldenliste ins System und bekomme hier innerhalb von 7 Sekunden eine klare Aussage, wo stehe ich, wie sieht mein Unternehmen in Relation zum Benchmark, zum Wettbewerb aus, kann darin automatisch sehr einfach Planungen aufbereiten. Handlungsempfehlungen kommen auch gleich mit, um wirklich zu sehen, was kann ich hier den Mandanten empfehlen, und die gesamten Potenziale, die in Euro brach liegen, werden hier auch noch analysiert. Das bieten wir auch für die Steuerberater in einem gemeinsamen Joint Venture mit Haufe an, unter Better Business. Die Corona-Krise, das ist ja ein Thema, was im Moment wirklich brutal zuschlägt. Wir haben zahlreiche Automobilzulieferer, die wir hier beraten, und sehen da wirklich grausame Situationen. Wir gehen im Moment davon aus, dass so ganz langsam ab Sommer 2020 Wirtschaft wieder anläuft und auch die Autohersteller, die ja für uns Rückgrat der Wirtschaft sind, ganz langsam wieder ihre Produktionen hochfahren. Wir sehen aber auch, und davon gehe ich aus, dass wir hier eine Rezession und Inflation auf uns zukommen haben. Wenn man sieht, dass jetzt Millionen in Kurzarbeit sind, die mit 60 oder 67% der Nettobezüge auskommen müssen, die stellen sicherlich Kaufentscheidungen weit zurück, warten ab, was passiert hier in der Zukunft und wie man mit dem ganzen Thema grundsätzlich nach vorne weiter um. Daraus resultierend sehen wir auch in den zahlreichen Gesprächen, die wir im Moment mit Banken führen, dass wir hier eine Insolvenzquote Richtung 20% auf uns zukommen sehen, vielleicht sogar größer. Wenn man jetzt einmal die Vergangenheit betrachtet und sieht, dass wir so unglaublich viel Geld in den Markt gepumpt haben nach der Finanzkrise, und wir dadurch ganz, ganz viele ja sogenannte Zombie-Unternehmen im Markt haben, die eigentlich bei einem normalen Zinsniveau überhaupt nicht in der Lage wären zu überleben, dann haut es die jetzt natürlich auch weg. Und ich glaube, dass auch viele Banken da die Gelegenheit nutzen und jetzt bei den Staatshilfen eben nicht sagen, wir nehmen hier noch große eigene Risiken hin. Die Kaufkraft wird deutlich sinken und wir stellen fest, dass die Produktionsstandorte wahrscheinlich in der Zukunft wieder lokaler werden. Das heißt, wir sehen einen großen Umbruch, gerade was jetzt die Lieferketten angeht, dass man in Zukunft sicherlich wieder sagt, die chinesischen Hersteller kaufen lieber in China, die europäischen in Europa, die amerikanischen eben in Amerika, um Lieferketten abzusichern, weil man auch sieht, dass es keinen Sinn macht, immer nur bis auf den letzten Cent alles auszuquetschen. Und dann dahin zu kommen, dass am Ende dann eben solche Themen, wie wir die jetzt haben, die gesamte Wirtschaft lahmlegen. Die Massenarbeitslosigkeit, davon gehe ich auch aus, wenn wir die hohen Insolvenzquoten vor uns haben, wird auch kommen. Und damit werden sich eben Geschäftsmodelle radikal verändern, wo man wirklich sehen muss, wo bin ich eigentlich morgen, was kann ich eigentlich noch tun mit den Bereichen, wo ich unterwegs bin, der Mandant von Ihnen unterwegs ist. Wie muss ich Geschäftsmodelle umbauen, um hier wirklich noch lebensfähig zu sein? Der Steuerberater als Lotse für das Unternehmen. Ich glaube, das, was ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz oben steht, ist im Moment sicherlich das Thema Sicherung der Liquidität des Mandanten. Das erleben wir überall ganz, ganz oft Fälle, die keine Chance mehr haben, noch 4 Wochen oder 8 Wochen mit der gegebenen Liquidität hinzukommen, wenn die Umsatzlinie wegbricht. Und dann haben wir das Problem,
dass wir hier auch, wenn wir die Bankkredite, die Staatshilfen beantragen, wir in der Regel, gestern gab es eine Neuerung für die kleineren Kredite, aber in der Regel immer noch Banken haben, die komplett eigene Kreditentscheidungen treffen. Das heißt, auch wenn ich sage, ich habe 80% oder 90% Staatsgarantie über die KfW abgesichert, habe ich trotzdem eine Situation, wo die Bank eine eigene Kreditentscheidung trifft, weil sie ein eigenes Risiko nehmen muss, und schon da hängt das oft. Und gerade auch die großen Banken sagen uns im Moment 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, bis ein Kunde Geld auf dem Konto sieht, wenn er ganz, ganz schnell hier den Antrag stellt und dann eben auch die vernünftigen Unterlagen unter einer Corona-Szenario Gesichtspunkt mit beifügt. Das heißt, ich brauche für das Laufen und das nächste Jahr bis zum 31.12.2021 hier auf Monatsebene Planungen, integrierte Planungen, Bilanz, G&V und Cashflow. Da muss ich den Mandanten dabei helfen, das Corona-Szenario zu planen, was ja eigentlich nahezu aussichtslos ist. Also welche Annahmen sollen wir hier unterstellen? Wir gehen im Moment davon aus, im Automotive-Bereich, dass das, wenn es im Sommer wieder anläuft, bis zum Jahresende vielleicht 70% des ursprünglichen Niveaus erreicht. In der konservativen Planung unterstellen wir das aber auch fürs nächste Jahr. Je nach Branche kann das natürlich noch härter zuschlagen, was das laufende Jahr betrifft. Da muss man gucken, wie komme ich da wirklich wieder hin, dass ich auf Basis der reduzierten Umsätze hier überhaupt noch lebensfähig bin. Das heißt, ich muss über die Anpassung der Kostenstruktur gehen und wirklich erstmal sagen, ich fange auf der Umsatzebene an und plane den wirklich realistisch runter. Also ich empfehle immer, dass die Mandanten die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Und dann zu sehen, welche Umsatzbasis kann ich überhaupt noch realistisch einplanen in einem Worst-Case-Szenario. Und dann, wie kriege ich die Kostenstruktur daraufhin angepasst? Wie kriege ich die Kostenstruktur daraufhin angepasst? Und ich muss überlegen, wie sehen alternative Geschäftsmodelle aus? Also wir erleben das im Moment sehr stark, dass auch Unternehmen, die sich nie vorstellen konnten, irgendwo im Internet etwas zu machen, andere Geschäftsmodelle, Online-Services anzubieten, was auch immer, die jetzt wirklich sehr, sehr stark da reingehen und völlig verzweifelt sind. Also sich Einzelhändler innerhalb von Tagen Online-Shops einrichten, damit überhaupt noch irgendwo die Grundlage gegeben ist, hier ein paar Einnahmen zu haben. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben aus Sicht des Steuerberaters nochmal die Absicherung von Honoraren, denn das ist in diesen Phasen natürlich auch ganz, ganz schwierig. Das heißt, wenn ich mir neue Geschäftsfelder aufmache und wirklich in die betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung mit einsteige, dann habe ich hier natürlich meine Basis, das alles zu schaffen, was im Moment passiert. Die Steuerberater, mit denen im Moment sehr viel zu tun haben, sind natürlich völlig überrannt von den tagesaktuellen Themen. Das heißt, Anträge stellen, Stundungsanträge stellen, Herabsetzungsanträge stellen. Aber es geht dann ja weiter. Wer ist der erste Ansprechpartner für den Mittelständler? Das ist in der Regel der Steuerberater, das sind in der Regel Sie. Das heißt, hier muss ich wirklich gucken, wie komme ich sehr schnell dahin, dass ich die betriebswirtschaftliche Beratung vollumfänglich mit anbieten kann, die Szenarien aufbereiten kann, die Anträge stellen kann. Denn da sind ja oft die Mittelständler völlig überfordert. Gerade in den letzten Jahren war es ja wirklich so, das Geld kam einfach entweder aus dem operativen Geschäft oder weil man relativ leicht auch an Kredite kam. Jetzt müssen die Banken natürlich auch überlegen, wenn die Staatshilfen zusätzlich kommen, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, für mich erwarte, dass 30%, 40%, 50% der Umsätze wegbrechen, dann habe ich auf Sicht natürlich auch die Frage, wird das Unternehmen am Ende überhaupt noch kapitaldienstfähig sein? Das heißt, es ist nicht nur die Frage, kriege ich jetzt die Staatshilfen hier beantragt und ist die Bank bereit, die 10% oder 20% Blankorisiken zu tragen, sondern wenn am Ende ich davon ausgehen muss als Kreditgeber, dass das Unternehmen gar nicht wirklich wieder richtig ins Laufen kommt, dann wird das hier auch sehr eng und die Bank wird dann wahrscheinlich den Antrag gar nicht für mich stellen. Also insofern, glaube ich, liegt Steuerberater eine Riesenchance darin,
die Honorare dahingehend zu sichern, dass ich sage, ich baue mir zusätzliche Honorareinnahmen über die betriebswirtschaftliche Beratung auf, muss aber auch gucken, wie habe ich die laufenden Honorareinnahmen jetzt gesichert von Mandanten, die in die Krise fallen. Da kann der Rat nur sein, wirklich, wenn es wirklich eng ist, auf Vorkassezahlungen zu gehen. Denn ansonsten haben wir hier am Ende auch das Problem, dass sie gegebenenfalls Honorare zurückzahlen müssen, wenn dann wirklich viele Firmen hier in die Insolvenz rutschen sollten. Das Wichtigste aus meiner Sicht als Sanierungsberater ist natürlich das ganze Thema Kommunikation. Also ich muss vom ersten Moment an unendlich offen mit allen Stakeholdern kommunizieren. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich wirklich Schwierigkeiten, hier alle hinter dem Unternehmen zu vereinen und zu sagen, ich habe einen vernünftigen Weg nach vorne. Das fängt an mit den Banken, indem ich wirklich in brutaler Offenheit die Situation darlege in einem Worst-Case-Szenario und aufzeige, wo stehe ich, was tue ich, wie komme ich da wieder raus und wie sieht der Plan am Ende aus. Genauso wichtig ist es aber auch, mit den Lieferanten entsprechend offen umzugehen und die schnell einzubinden. Wir merken das in unserer täglichen Praxis, dass wir hier ganz, ganz oft Probleme haben, dass die Lieferanten, die anfangen, Vorkasse zu fordern, weil die Warenkreditversicherer nervös werden, Limits streichen, wenn mein Zahlverhalten der Vergangenheit schon nicht optimal war. Also muss ich auch da gucken, wer da anläuft, dass ich dann überhaupt noch in der Lage bin, zu liefern, weil meine eigene Lieferkette noch intakt ist und ich hier mit meinen Lieferanten eine saubere Kommunikationsbasis aufgebaut habe. Also hier der dringende Rat, dass Sie Ihre Mandanten anhalten, nicht einfach zu Zielüberschreitungen überzugehen und zu sagen, dann zahlen wir halt später, sondern auch in der Krise die absolut offene Kommunikation mit den Lieferanten. Kann ich Konsignationsleger einrichten? Kann ich hier zusätzliche Sicherheiten vielleicht auch den Lieferanten geben? Aber dass die wirklich mitspielen, denn wenn ich von der Lieferantenseite hier die Unterstützung nicht habe und die nicht weiter liefern oder sogar auf Vorkasse gehen, weil die Warenkreditversicherer hier das Ganze nicht mehr absichern, habe ich natürlich ein noch viel größeres Problem. In normalen Sanierungszeiten gehen wir auch auf die Lieferanten zu und fordern Sanierungsbeiträge, dass wir wirklich sagen, für einen gewissen Zeitraum hätten wir gerne Sonderrabatte und Sondernachlässe von den Lieferanten, um hier auch die Rohmarge zu erhöhen und da einen Beitrag seitens der Lieferanten zu haben. Das Gleiche betrifft die Mitarbeiter. Also auch bei den Mitarbeitern kann ich nur anraten, ganz, ganz früh, ganz offen den Mandanten anzuhalten, Betriebsversammlungen abzuhalten und hier in eine ganz offene Kommunikation zu gehen. In klassischen Sanierungssituationen sind es dann auch völlig üble Themen, dass wir darüber reden, Verzicht auf Urlaubsgeld, auf Weihnachtsgeld, teilweise sogar ein Lohn- und Gehaltsverzicht, 10%, 15%, 20%, all solche Themen haben wir hier schon erfolgreich umgesetzt, auch früher, aber auch jetzt in dieser aktuellen Situation, weil die Mitarbeiter natürlich auch eine enorme Angst haben, ihren Job zu verlieren und dann bereit sind, Zugewinne zu machen. Und ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen, hier zu kommunizieren, das Ganze eben mit einer soliden Planung, das ist Grundlage von allem, anzufangen und die Planung dann wirklich zu sagen, was brauche ich eigentlich, wenn ich meine Umsätze und Roherträge realistisch, konservativ realistisch abgebildet habe. Ich weiß, wie schwer das ist in diesen Zeiten, aber zumindest sollte man das versuchen, unter annähernd Prämissen unterstellen, von denen man ausgehen kann, dass die hier treffen. Dann muss ich gucken, wie kann ich eben die Kostenseite anpacken und anpassen. Und welche Beiträge der Mitarbeiter, der Stakeholder, der Lieferanten, Gesellschafter etc. brauche ich denn hier? Also das ist ganz wichtig, Mitarbeiter mit ins Boot holen, die Kurzarbeit mit einplanen. Das sind, glaube ich, die größten Blöcke, die hier sehr, sehr schnell dazu beitragen, dass man wirklich wieder vernünftig in die Kostendeckung kommt. Und was wir bei vielen Unternehmen auch sehen, gerade auch die, die mehrere Werke haben, international unterwegs sind oder in Schichtbetrieben arbeiten, der Rat an den Unternehmer, eine Kommunikationslinie an den Mitarbeiter, an die Belegschaft aufzubauen.
Durch die Kurzarbeit haben wir oft die Situation, dass Kurzarbeit zu 100% gefahren wird. Das heißt, Mitarbeiter sind gar nicht im Unternehmen. In größeren Einheiten kann ich die nur schwer erreichen. Hier machen wir das in der Regel so, dass wir wirklich sagen, wir bauen zum Beispiel WhatsApp-Gruppen auf über die Vorarbeiter, über die einzelnen Führungskräfte im Unternehmen, dass Botschaften schnell und unkompliziert an die Mitarbeiter gesendet werden können, und zwar an jeden Einzelnen, auch an die, die nicht da sind, die in Kurzarbeit sind, die in Quarantäne sind und hier im Moment über die normalen Kommunikationswege nicht zu erreichen sind, weil es hier auch wichtig ist, als Unternehmen den Mitarbeitern eine klare Meinung zu vermitteln. Wo stehen wir, wo geht die Reise bei dem Unternehmen unseres Mandanten hin, dass wir wirklich da auch ein bisschen für Ruhe sorgen und das Ganze psychologisch da ein Stück noch mit aufgreifen. Und dann eben ganz oft der Fall bei den Gesellschaftern, nicht alle Gesellschafter sind ja immer operativ im Unternehmen tätig, auch die müssen natürlich abgeholt und eingebunden werden. Und die Kunden ebenso, also bin ich noch lieferfähig, wenn der Kunde wieder fährt, dass wir hier wirklich die Gelegenheit nutzen, und den Mandanten anhalten, so nach dem Motto, tue Gutes, rede darüber, dass man den Kunden eng begleitet und ihm auch hilft und auch klare Richtungsweisungen hier gibt. Wo geht das hin? Musst du mit lieber Kunde, mit Lieferverzögerungen rechnen? Sind wir noch in der Lage, das Ganze abzubilden? Aber auch was Liquidität angeht, kann ich bei guten Kunden vielleicht sogar über frühzeitigere Zahlungen nachdenken, teilweise sogar Stützungen, wenn Abhängigkeiten da sind, Singles-Force-Situationen da sind, etc. Was ganz, ganz oft unterschätzt wird, ist der Warenkreditversicherer, der mindestens so wichtig ist wie die Bank. Denn wenn ich jetzt sage, ich bin in einem normalen Szenario unterwegs, wo ich hier wirklich sage, wir haben eine Situation, dass der Markt vernünftig läuft und wenn ich diese Ausnahmesituation habe, dann muss ich nicht damit rechnen, dass mir an allen Seiten etwas um die Ohren fliegt. Aber in diesen Situationen, wenn Warenkreditversicherer gleich komplette Branchen auf Rot schalten und sagen, wir versichern nicht mehr und decken nicht ein, dann baue ich mir jetzt ein Sanierungsszenario, bringe das vielleicht auch noch bei den Finanzierern der Bank und der KfW durch, habe dann aber am Ende wirklich das Problem, dass der Warenkreditversicherer mich töten kann, denn wenn der Limits kürzt, einmal die auf mich gezeichneten Limits als Kunde, dann habe ich natürlich auch das Problem, dass meine Lieferanten anrufen und sagen, ich hätte gerne Vorkassezahlungen, die Limits reichen nicht mehr aus. Und genauso auf der Absatzseite, wenn da meine Abnehmer nicht mehr eingedeckt werden, komme ich natürlich in Teufelsküche. Und das kann unvorstellbar schnell hier zu einer Liquiditätssituation führen, die dann eben in der Zahlungsunfähigkeit endet. Und was auch ganz wichtig ist, zu berücksichtigen bei diesen Planungsszenarien, ist, dass wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe Umsatzeinbrüche, teilweise ja bis zu 100%, nicht selten, aber 50% oder 80%, dann setze ich in der Regel erstmal Working Capital frei. Das heißt, wir gehen jetzt in einen Umsatzrückgang, der Mandant fährt weniger Umsätze, baut die Warenbestände ab, die Forderungen werden geringer. Das heißt, erstmal mehre ich mein Geld und es sieht liquiditätsmäßig gar nicht so verkehrt aus. Problematisch wird es in der Regel dann, wenn es jetzt wieder anläuft und schlagartig hochgeht und ich dieses Working Capital wieder hochfahren muss, das heißt, ich habe höhere Vorfinanzierungen, dann komme ich da auch sehr schnell an meine Grenze und habe dann hier unter Umständen mit der Illiquidität zu kämpfen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, bei solchen Szenarien hier zu berücksichtigen. Wenn es dann um die Liquidität geht, also die Sicherung der Liquidität, ist man relativ gut beraten, wenn man seine Mandanten sofort zur Seite nimmt und die Kurzarbeit mal pauschal beantragt, dass zumindest erstmal die Anträge draußen sind und genehmigt werden. Anpassen und justieren kann ich die dann hinterher sehr schnell. Was wir in solchen Situationen auch immer wieder tun, wir raten unseren Mandanten, bitte sofort fast alle Lastschriften und Einzugsermächtigungen widerrufen. Wenn wir sagen, Cash is King in einer solchen Situation,
dann müssen wir vermeiden, dass unser Konto oder das Konto unseres Mandanten in diesem Fall hier zu einem Selbstbedienungskonto wird. Das heißt, natürlich rate ich nicht dazu an, jetzt Telekom-Verträge und Mobilfunkverträge, das alles zu kündigen und zu widerrufen. Das muss ja aufrechterhalten bleiben. Aber wenn es darum geht, Sozialabgaben, Finanzamt, Lieferanten, die sehr oft Einzugserwächtigungen haben, da würde ich wirklich erstmal ansehen und sagen, all das sollte widerrufen werden, damit ich der Herr der Lage bleibe. Das heißt, ich nicht auf einmal kurz vor einer Lohnzahlung oder vor einer wichtigen Lieferantenzahlung, um meine Lieferkette aufrechtzuerhalten, hier eine riesen Abbuchung habe vom Finanzamt, von Dritten, von anderen Lieferanten, die mich dann in die Illiquidität bringt. Auch wenn ich hier unter Umständen ja nur 3-4 Tage, eine Woche, 2 Wochen brauche, um das Ganze durchzufinanzieren. Aber der Mandant selbst sollte hier wirklich den Überblick haben und bestimmen, was passiert mit meinem Konto und mit meiner Liquidität. Also das halten wir auch für ganz, ganz wichtig. Und dann umgehend und beherzt über die Hausbank die Staatshilfen beantragen. Wir sehen auch viele Unternehmen, die sagen, ja, nee, eigentlich klappt das noch und wir haben noch einen gewissen Puffer. Das würde ich aber hier nicht als gegeben unterstellen, sondern würde hier Ihren Mandanten wirklich anraten, lasst uns auf Nummer sicher gehen, ich kann die Staatshilfen beantragen, ich muss die nicht abrufen, ich habe keine Bereitstellungsprovision, aktuell ist das, glaube ich, in den ersten 6 Monaten, habe ein tilgungsfreies Jahr, aber ich muss mir diesen Puffer schaffen und diesen Puffer wirklich auch üppig schaffen. Denn wenn ich das Ganze nur auf Kante nähe und mir dann Themen dazwischen kommen, wie zum Beispiel Warenkreditversicherer, die dann sagen, wir kürzen Limits aus eigenen Unternehmen, oder eben auch auf Kunden, dann kann das meinen Cashflow völlig durcheinander werfen, weil ich hier völlig unterschiedliche Parameter habe. Das ist sicherlich einzigartig und neu an dieser aktuellen Corona-Krise aus wirtschaftlicher Sicht, weil es alle flächendeckend international betrifft. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein einziges Unternehmen, was in einem normalen Wirtschaftsumfeld in der Krise ist, dann ist damit vielleicht nicht zwingend zu rechnen. Im Moment ist das aber schon ziemlich brutal. Also wir sehen große, namhafte Automobilhersteller, die einfach mal Zahlungen zurückhalten, ohne das anzukündigen. Wir sehen große Lieferanten, die sagen, ich brauche jetzt sofort Geld, weil ich sonst meine Vorlieferanten nicht bezahlen kann. Da geht es noch gar nicht um die Warenkreditversicherung, aber einfach weil Zahlungsströme im Moment von so vielen völlig willkürlich und nach dem eigenen Bedarf gehandelt werden, dass ich nicht mehr mit den normalen Standardannahmen rechnen kann und daran gehen kann und sagen, naja, bei mir zahlen die Kunden halt im Durchschnitt nach 35 Tagen und ich zahle meine Lieferanten nach 28 Tagen und das unterstelle ich jetzt mal weiter. Das heißt, vor dem Hintergrund, gerade bei den Staatshilfen, hier wirklich einen vernünftigen Puffer einbauen, dass ich solche Unwägbarkeiten auch wirklich abfedern kann. Und vorhin schon angesprochen, in der Folie davor, eben die Kommunikation mit den Hausbanken. Auch das muss man alles so deutlich darlegen und schauen, wie kommen wir hier in einem Worst-Case-Szenario, in diesem Corona-Szenario mit diesen Puffern durch und wie viel Geld brauchen wir denn da? Und das eben auch als Argument mit anführen, denn oft sagen die Banken bei solchen Plan, naja, lieber Kunde, so viel Geld brauchst du doch gar nicht. Warum baust du dir so viel Luft ein? Und das muss man hier eben mit berücksichtigen, dass da vom Markt so viele Unwägbarkeiten noch kommen können, dass das hier zwingend notwendig werden kann. Die Zahlungsziele verhandeln auch ein wesentliches Thema, wenn wir hier gute Lieferantenbeziehungen haben. Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann dann in Einzelthemen das machen, weil wirklich flächendeckend auf meine Lieferanten zugehen und sagen, ich brauche zusätzliche Zahlungsziele. Das kann ich vor allem dann machen, wenn ich selbst eine gute Bonität habe, der Kunde, der Lieferant keine Angst haben muss, dass wir hier ausfallen, solange er auch finanziert ist. Zusätzlich kann man über das Thema Factoring nachdenken. Also wie kriege ich darüber nochmal Liquidität? Im Moment kaufen die Factoring-Gesellschaften noch an und gehen sehr aktiv in den Markt und ins Geschäft hinein. Auch oft ein stilles Factoring, was hier wirklich dann sofort zu der Situation führt, dass ich einmal 70, 80, 90% meines aktuellen Forderungsbestandes durch den Verkauf zu Geld machen kann.
In der Regel ist das natürlich so, dass die Forderungen zediert sind und an die Banken abgetreten sind. Allerdings kann eine Bank die Forderungen in der Abtretung nicht so hoch bewerten, wie das ein Faktor kann. Denn wenn der Faktor die Forderungen kauft, ist das ein HGB-Kaufgeschäft und ich schneide dadurch die Eigentumsvorbehalte durch. Das heißt, der Faktor kann sicher erwerben, wenn die Bank nur die Forderungen zediert hat. Stehen die natürlich noch dagegen. Also in der Regel sagen wir dann, wir geben den Banken vom ersten Zufluss aus dem Factoring-Geld, aus dem Ankauf des Bestandes 10 oder 20% und reduzieren um diesen Betrag die Kontokorrentlinie. Und die Banken sind dann meistens auch sofort bereit, gegen diese Rückführung in der Größenordnung aus Linie dann eben hier eine Zession freizugeben. Zusätzlich geht es dann darum, Stundungen zu vereinbaren. Also dass ich wirklich sage, nicht nur mit dem Finanzamt und all den Möglichkeiten, die wir gerade haben, sondern flächendeckend. Vermieter, Lieferanten, das kann ich auch mit Mitarbeitern machen und sagen, ich stunde hier revolvierend, sodass sie aus dem Insolvenzgeldzeitraum nicht rauskommen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und da ist die Klaviatur ziemlich breit, sodass man wirklich auch in der Krise hier noch in der Lage ist, Geld zu beschaffen. Dann kommen wir zu dem Thema, das Corona-Szenario. Wie plane ich das? Also vorhin schon gesagt, es fängt alles an mit dem Umsatzverlauf und der Umsatzerwartung. Und hier ist man natürlich oft in der Zwickmühle. Also wir sehen das, wir beraten mehrere Zulieferer im Automobilbereich, ich vorhin schon erwähnt, und haben dann teilweise wirklich Planungen abgegeben, wo wir sagen, wir liegen 30 bis 40% unter unserem Ursprungsplan und das auch noch bis zum Ende des nächsten Jahres. Dann halten Banken uns oft entgegen, es ist ja völlig unrealistisch, wir kriegen von ganz vielen Unternehmen eben Planungen vorgelegt, die gehen von -5 oder -10% im nächsten Jahr aus. Und das ist dann eben ein Thema, wo wir gucken müssen, viele Unternehmen das gar nicht schaffen, auf -30 oder -40% zu planen und rechnen das dann vielleicht zu schön. Aber da würde ich wirklich eher sagen, realistische Umsatzeinschätzungen und dann lieber härter auf der Kostenseite vorgehen, um das hinzubekommen. Und das ist aus meiner Sicht spielentscheidend, dass wir die Topline, die Umsatzlinie wirklich hochrealistisch planen und dann gucken, wie kann ich darunter die Wareneinsatzquote optimieren, wie kann ich meinen Rohertrag erhöhen, indem ich hier unter Umständen auch Lieferanten mit ins Boot nehme, mit Sanierungshilfen und Sonderkonditionen für einen bestimmten Zeitraum, indem ich die Personalkosten auf das erwartete Umsatzniveau anpasse. Und das ganze Thema hier wirklich auf der Seite dann eben recht hart spiele. Ich bin zwar grundsätzlich, auch wenn ich hier seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten saniere, der festen Überzeugung, dass man Unternehmen nicht sanieren kann, indem man ausschließlich auf die Kostenbremse drückt. Also wir müssen auch parallel schon wirklich schauen, wo geht da die Reise hin, wie kann ich hier auch die Zukunft gestalten. Also nicht nur das Tafelsilber verkaufen und das Unternehmen dann damit sich selbst überlassen, sondern gucken, was kann ich zusätzlich an Geschäftsmodellen, an neuen Geschäftsmodellen hier aufnehmen und wie kann ich Zukunft gestalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auch immer ein großer Punkt, und da ist der alte Sanierergrundsatz, 10% gehen immer. Da muss man wirklich auch nochmal ran und scharf rechnen und sagen, was alles kann ich hier aufgeben und brauche ich nicht mehr. Auch nochmal das Thema von vorhin, Lastschriftverfahren, Einzugsermächtigungen sofort widerrufen, keine Selbstbedienung an den eigenen Konten und hier eben auch wieder umfangreiche Stundungen verhandeln und die Warenkreditversicherer frühzeitig einbinden. Auch ganz, ganz wichtig. Wenn wir dann auf die Kostenstruktur gucken, das ist ja auch ein wesentliches Thema, über das wir uns in diesen Tagen dann helfen müssen bei den Mandanten in der Sanierung, geht es sicherlich einmal darum, die Kosten weitestgehend zu variabilisieren. Also unter Umständen auch jetzt Personal abbauen im Anschluss an das Kurzarbeitergeld, lieber mit Leiharbeitern arbeiten, dass ich wirklich hochflexibel bleibe, was hier die Zunft angeht und die Kosten auf das reduzierte Umsatzniveau
anpasse. Auch da kann ich sämtliche Verträge nachverhandeln, Dauerschuldverhältnisse, Mietverträge. Das alles muss gemacht werden. Hier muss ich einsteigen. Ich muss mir die Listen vom Mandanten aufbereiten lassen und das wirklich mit dem Mandanten dann durchgehen und sagen, was kann man hier alles machen? Und auch sofort das Thema Sanierungstarifvertrag angehen bei größeren Mittelständlern, dass man wirklich die Gewerkschaft mit ins Boot holt, den Betriebsrat mit ins Boot holt und ganz früh anfängt. Die Verhandlungen führe ich im Moment der Reihe nach, wo wir dann auch wirklich sehen, wie sehr und auch schnell die Gewerkschaften und in der Regel die Betriebsräte hier mitspielen und sagen, wir müssen hier unseren Beitrag leisten, um unseren Job zu sichern. Denn auch der Arbeitsmarkt, die Situation wird sich sicherlich komplett verändern, die hier einmal durch sind und ich recht behalten sollte mit der hohen Insolvenzquote, die ich hier durchaus sehe. Lieferanten frühzeitig einbinden, vorhin schon gesagt, und dann ein Thema, die systematische Müllabfuhr anwenden. Das kommt so ein bisschen aus der St. Gallner Beratungsschule. Da steckt so ein Satz hinter, wie, was von alledem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr beginnen, wenn wir es nicht schon täten. Das komische Satz bringt es aber auf den Punkt. Was von alledem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr beginnen, wenn wir es nicht schon täten. Und wenn Sie mit der Fragestellung sich mit Ihren Mandanten zusammensetzen und sich mal angucken, was da im Unternehmen alles passiert, weil es schon immer so gemacht wurde, weil es einfach läuft. Und wenn man sich die Frage stellt, wenn wir es nicht schon begonnen hätten, würden wir es heute neu beginnen, dann kommt so oft, nee, im Leben nicht. Und wenn man das mal konsequent, sollte man auch in guten Zeiten einmal im Jahr tun oder alle 2 Jahre spätestens, dann kommt man auf unglaubliche Summen, die man hier einsparen kann, ohne dass es wirklich wehtut oder dass man das Ganze wirklich merkt, dass man eben solche Projekte eingestellt hat. Geschäftsmodelle überprüfen. Sekunde. Ja, ich sehe gerade, da fehlt ein Folie in der Präsentation. Das macht aber nichts. Dann mache ich das einfach auf der Tonspur. Also die Geschäftsmodelle überprüfen ist hier auch nochmal ganz wichtig. Wie kann ich die Krise als Chance verstehen? Also wir haben so viele, auch im Bekanntenkreis, Freiberufler, die auf einmal Berater, denen teilweise ganze Bereiche wegbrechen, weil die in dieser Zeit nicht mehr beauftragt werden. Strategieberater, Kollege von mir aus England sagte gestern, für die nächsten 12 Monate alle Aufträge abgesagt. Aber auch da muss ich eben gucken, bekomme ich das hier hin, dass wir wirklich sagen können, wir gehen hier mit neuen Produkten, mit neuen Dienstleistungen an den Markt. Kann ich da kreativ werden? Wir haben einen Mandanten, der baut ganz hochwertige Leuchten und der stellt sich jetzt um und sagt, jetzt baue ich Selbstbausätze, die ich im Prinzip an Privathaushalte verschicke und Online-Shop aufbaue. Sicherlich zunächst mal alles aus der Zweiflung und auf einmal kommen die dann und sagen, Mensch, da kommen jetzt Umsätze zustande. Das hätte ich so gar nicht eingeschätzt. Und wenn ich auf der einen Seite über das Kurzarbeitergeld und all die Möglichkeiten, die der Staat immer bietet, mir die Liquidität schaffe, dass ich wirklich sage, die Kosten gehen weitestgehend runter und kann auf der anderen Seite noch eine Umsatzkurve aufbauen, einen neuen Absatzkanal aufbauen, dann habe ich hier natürlich auch einiges geschafft. Also das ist wirklich das Thema, wie kann mein Geschäftsmodell morgen noch funktionieren? Und die Frage an den Mandanten, bist du kreativ und hast du ausreichend Mut? Für mich sind da auch Riesenchancen drin in der aktuellen Zeit. Deshalb macht Sanierung in der Beratung, aus meiner Brille Sanierungsberater, auch eine Menge Spaß, weil sie in einem normalen Umfeld überhaupt nicht in der Lage wären, Mandanten dazu bewegen, bestimmte Dinge zu tun. Also wenn alles noch einigermaßen irgendwie läuft, dann komme ich ja schon dahin, dass der Unternehmer sagt, wenn wir mit kreativen Vorschlägen kommen, oh, ich weiß nicht, das könnte schief gehen, lieber nochmal warten, vielleicht klappt es ja auch so. In der Sanierung, wenn das Unternehmen oder der Unternehmer damit auch gleichzeitig mit dem Rücken an der Wand steht und quasi schon verloren hat, also nur noch gewinnen kann, dann hat man auf einmal Unternehmer, die Mut mitbringen, sich in neue Gedanken, kreative Ansätze, Geschäftsmodelle
Zeit zu investieren und es zu versuchen, um das Unternehmen zu retten, um das Schlimmste zu verhindern. Also da passiert wirklich dann eine ganze Menge. Deshalb ein Unternehmen in der Krise ist in der Regel für den Wettbewerb viel gefährlicher, weil die keine andere Chance haben, als neue Dinge auszuprobieren und Wege gehen, die man in einem einigermaßen vernünftig laufenden Unternehmen vielleicht jetzt nicht so gehen würde. Und ganz wichtig, vorhin schon mal gesagt, die Welt so sehen, wie sie ist, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Zusätzlich müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass es nicht mehr so sein wird, wie sie vor Corona war. Also es wird sich alles verändern. Und auch das muss ich in gut laufenden Unternehmen überdenken. Was passiert eigentlich danach? Wie verändern sich Situationen? Also ein großes Unternehmen, das ich betreue zum Beispiel, redet seit Jahren darüber, dass Homeoffice ja vielleicht eine Alternative ist, aber mit der Technik und Microsoft Teams und andere Videokonferenzprodukte, man weiß nicht. Auf einmal konnte so etwas innerhalb von 3 Tagen weltweit umgesetzt werden. Und so ein Unternehmer sagt dann, Mensch, wir können ja Millionen an Reisekosten jedes Jahr sparen, eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass sich die Arbeit in Zukunft verändern wird, auch nach Corona, und dass auch da eine ganze Menge passieren wird. Kann ich die Kostenstruktur unabhängiger aufstellen? Also dass ich wirklich sage, diese Variabilisierung, gucke, kann ich mehr make or buy, kann ich mehr auslagern, kann ich fixe Kosten zu Variablen machen? Sicherlich ein ganz großes Thema. Und das nächste Thema auch in der Zeit nach Corona ist sicherlich das Thema CO2. Das wird die nächsten Jahrzehnte in allen Bereichen eine Rolle spielen. Also warum nicht jetzt auch diese Zeit nutzen und da schon ansetzen, sagen, was kann ich denn dazu beitragen in meinem Unternehmen, um hier nach vorne gerichtet dann auch schon Antworten zu haben auf die Zukunft. Denn auch das machen ganz, ganz viele Kunden, gerade im Automotive-Bereich, sehr deutlich, dass die hier sagen, wir erwarten das von unseren Lieferanten. Und wer sich in diesem Bereich nicht aufstellt, der wird auch in Zukunft nicht mehr Lieferant sein. Dann kommt es zu dem eigenen Geschäftsmodell. Aus Ihrer Sicht, nicht falsch verstehen, das Bild hier links meint nicht Ihre Insolvenz, sondern die mögliche Insolvenzrate Ihrer Mandanten. Also wie stelle ich mich da auf und wie sichere ich als Steuerberater meine Honorare der Zukunft ab? Was ich immer finde, ist, dass Sie als Steuerberater natürlich ein riesen Asset haben und sagen, Sie haben robuste, gute Beziehungen zu Ihren Mandanten. Also in der Regel ist es doch wirklich so, wenn ein Unternehmer ein Problem hat, geht er als erstes mal zu seinem Steuerberater. Ob das berufliche Themen sind, wirtschaftliche Themen in der Firma bis hin zu privaten Themen, dieses Riesenasset, diesen Riesenvorteil und Trumpf haben sie. Und daraus kann man sicherlich noch eine Menge mehr machen, dass man wirklich sagt, man geht zum Beispiel in die betriebschaftliche Beratung ganzheitlich, macht das ganze Thema, was jetzt ansteht, mit den Mandanten zusammen und guckt da entsprechend nach vorne und baut sich richtig neue Geschäftsfelder auf, die ein Stück weit auch ab von der rein steuerlichen Beratung sind. Die Frage, wie schütze ich mich vor Haftungsrisiken? Bin da nicht so völlig firm, aber ich weiß, dass es da Urteile gibt, wenn Sie Mandanten nicht rechtzeitig darauf hinweisen, dass er ein Problem hat, dann könnten Sie unter Umständen irgendwo in die Mithaft kommen. Das heißt, auch da nochmal ganz, ganz wesentlich zu sehen, wie sichere ich mich hier ab. Das bieten wir zum Beispiel auch in unserem Digitalprodukt, was wir mit How for Better Business auf den Markt gebracht haben, für die Steuerberater an, dass ich einmal auch vollautomatisiert meine ganzen Mandantendaten dort durchlaufen lasse und kriege sofort eine Risikoliste meiner Mandanten, wo ich dann eben den Warnhinweis geben kann und muss und darauf hinweisen muss, um hier hinterher nicht mit in die Haftung zu kommen. Zusatzleistungen anbieten, darüber habe ich gerade bereits gesprochen, und eben der Steuerberater als Unternehmerberater. Sie sind die erste Anlaufstelle für jeden Mandanten und können hier sicherlich eine Menge Mehrwert liefern, weit über das steuerliche Thema hinaus. Dann kommen wir zur letzten Folie, wo ich sage, wieder bei der Beratung, stehe für Fragen jetzt gerne zur Verfügung.
Und nochmal hier der Hinweis auf Haufe Better Business Joint Venture, Haufe Kanai, wo wir eben diese Software mit der Analyse, mit den Planungen, mit der Beratung und auch den Handlungsempfehlungen zu sehr vernünftigen Preisen den Beratern zur Verfügung stellen, dass die hier wirklich einsteigen können. Danke bis hierher. Ich hoffe, dass das etwas Mehrwert gebracht hat und Sie so ein bisschen Einblick in die Sichtweise des Sanierers bekommen haben und würde mich dann hier verabschieden. Herzlichen Dank und viel Erfolg in der Beratung.